Ja, dann darf ich Sie noch mal begrüßen, nachdem Frau von Nordheim Sie sehr schön in die Arbeit Gruppenprophylaxe U3, nicht nur Zahnputzübungen, sondern insbesondere auch in den Umgang und die Art und Weise des Umgangs mit unseren Erzieherinnen eingeführt hat. Frau von Nordheim hat formuliert, wir wollen eine Bildungs- und Erziehungspartnerschaft mit den Eltern und den Erzieherinnen leben, nach dem hessischen Bildungs- und Erziehungsplan für unsere Kinder unter 3 Jahren. Ich möchte Ihnen jetzt ganz konkret das Konzept Zusammenarbeit mit Eltern in der Gruppenprophylaxe vorstellen. Das ist Teil Wiederholung aus der letzten Fortbildung, aber dann auch die Erklärung, was ist im U3-Bereich nochmal anders in der Elternarbeit, die möchte ich Ihnen zeigen und auch verschiedene Beispiele nochmal geben. Ein Teil der Beispiele ist bekannt, der andere Teil ist neu. Wie immer in der Gruppenprophylaxe reduzieren wir. Gruppenprophylaxe reduziert ja Informationen auf die Inhalte, die wenig sind und die aber gleichzeitig für alle zutreffend sind. Wenn ich Sie frage, was bringen wir Kindern bei bezüglich der Mundpflege in der Gruppenprophylaxe, dann bringen wir allen Kindern die Kai-Plus-Systematik bei. Alles, was darüber hinausgeht, also Zahnseide, verschiedene Sorten von Zahnpasta, vielleicht andere Medikamente, die ein Kind im Mund braucht, das alles gehört in die individuelle Prophylaxe und das Üben und das Beibringen der Kai-Plus-Systematik ist das, was wir für alle Kinder in der Gruppenprophylaxe erreichen wollen. Genauso ist es bei den Erzieherinnen. Wir wollen allen Erzieherinnen das Fünf-Sterne-Konzept beibringen, als ein Konzept für die Kombination beider Bildungs- und Erziehungsorte, nämlich Krippe, Kita und Zuhause. Und wir wollen den Eltern in der Gruppenprophylaxe 2 Dinge beibringen. Und das sind die Dinge, die Inhalte, die für alle Eltern richtig und zutreffend sind. Deswegen reduzieren wir die Zusammenarbeit mit den Eltern in der Krippe und in der Kita auf 2 Informationen, die Sie kennen, nämlich Eltern putzen Kinderzähne sauber, entsprechend des Fünf-Sterne-Konzepts, damit der Block von 12 Stunden für den Speichel zur Remineralisation der Zähne auch wirklich stattfinden kann. Und die 2. Botschaft für die Eltern ist die zahnärztliche Vorsorge. Seit 3 Jahren bieten wir ja in unseren Praxen ab Geburt die zahnärztliche Vorsorge an, die sogenannten Kleinkind- oder Früherkennungsuntersuchungen. Und die Eltern sollen lernen, jetzt so wie ich mit meinem Kind zum Kinderarzt zur Vorsorge gehe, so gehe ich auch von Anfang an mit meinem Kind zur Vorsorge zum Zahnarzt. Also Reduktion auf nur 2 Inhalte. Und diese 2 Inhalte, die wollen wir dann den Eltern, und zwar allen Eltern, beibringen. Dafür haben wir eine Strategie. In der Praxis wird ein intensives, motivierendes Gespräch geführt mit vielleicht vielen Details und ganz viel individueller Anpassung ans Kind. Das hat mit Gruppenprophylaxe nichts zu tun, sondern in der Gruppenprophylaxe werden diese 2 Botschaften häufig innerhalb eines Betreuungsjahres wiederholt. Wir wiederholen, wiederholen, wiederholen es eigentlich wie Vokabeln lernen, bis endlich alle Eltern beide Vokabeln, Eltern putzen Kinderzähne sauber und ich gehe mit meinem Kind zur Vorsorge zum Zahnarzt, gelernt haben. Damit das Wiederholen gelingt, damit es nicht langweilig wird, damit es abwechslungsreich ist, brauchen wir viele verschiedene Wege zu den Eltern.
Und ich habe die Wege heute mal in drei Blöcke eingeteilt. Jetzt, wo wir nicht mehr unter Pandemiebedingungen so streng arbeiten müssen, haben wir wieder einen Block, nämlich wir können einen direkten, persönlichen Kontakt zu den Eltern suchen in der Gruppenprophylaxe. Bisschen noch Einschränkung je nach Kita. Ich bin gerade im Chat gefragt worden. Unsere Kita hat noch ein Betretungsverbot. Bei uns ist das Zähneputzen üben noch verboten. Da kann ich nur sagen, ja, wenn der Träger das den Erziehern so vorgibt, dann kann es noch sein. Obwohl das Hessische Sozialministerium das Betretungsverbot längst aufgehoben hat, obwohl die 94. Gesundheitsministerkonferenz ausdrücklich dafür geworben hat, dass das Zähneputzen üben wieder stattfindet in den Kitas, obwohl § 21 SGB V und andere Grundlagen da sind, es gibt noch Kitas, wo ein Verbot besteht, und dann kann ich nur sagen, der Träger ist wie ein Arbeitgeber für die Erzieherin. Es ist wie Sie, der Arbeitgeber Ihrer Mitarbeiterin in Ihrer Praxis sind. Wenn Sie sagen, so bei uns geht es noch strenger zu, bei uns werden noch die Regeln in intensiver Art und Weise eingehalten, mehr wie eigentlich vom Gesetzgeber vorgegeben ist, dann sind Sie der Chef, bestimmen für Ihre Praxis, und genauso ist es in der Kita. Der Träger ist der Arbeitgeber und der Chef, und er kann strengere Regeln noch einfordern. Neben dem direkten persönlichen Kontakt haben wir natürlich auch den Weg indirekt über das U3-Kind zu den Eltern. Der Weg übers Kind zu den Eltern ist immer ein sehr guter Weg, weil das, was ein Kind nach Hause trägt, sei es ein Malblatt, wird immer von Eltern wertgeschätzt. Und wenn das Malblatt dann mit einer Elterninformation verknüpft ist, dann kommt diese Botschaft bei den Eltern besser an, wie wenn sie die gleiche Botschaft einfach auf ein Blatt Papier geschrieben hätten. Im U3-Bereich ist es jetzt so, dass die Kinder rein altersgemäß ja der Kommunikation nur bedingt zugänglich sind. Kinder können noch nicht zu Hause alles Mögliche erzählen, sondern Kinder sind noch eingeschränkt in der Kommunikation. Man kann ihnen noch keine Aufträge geben. Wenn ich zu einem Kind mit 4 Jahren in der Kita sage, du sag mal deinen Eltern für heute Abend, sie sollen bloß nicht vergessen, dir die Zähne schön sauber zu putzen, dann nimmt das Kind den Auftrag an, dann geht es heim und dann sagt es den Eltern. Die sind ja noch sehr beflissen in diesem Alter, sind ja noch nicht pubertierend und sagen, nee, das mache ich nicht, sondern sie sind in einem Alter, wo, wenn Bindung zum Kind da ist, sie solche Aufträge wirklich sehr geflissentlich annehmen. Aber unser U3-Kind kann das noch nicht. Deswegen der Weg übers Kind ist altersgemäß noch eingeschränkt. Deswegen bleibt ein dritter Block von Wegen, der eigentlich im U3-Bereich der entscheidende ist. Es ist der indirekte Kontakt über unsere Erzieherinnen zu den Eltern. Dieser Weg ist sowieso ein guter Weg, weil wenn man fragt, wer kann denn alle Eltern erreichen in einer Kita, können wir das am Sommerfest, am Elternabend, über ein Malblatt ja, über ein Poster ja, aber ist nicht so intensiv wie der direkte persönliche Kontakt, dann können wir sagen, ein sehr guter Weg für die Zusammenarbeit mit Eltern in der U3-Gruppenprophylaxe ist der Weg über die Erzieherin. Die Erzieherin erreicht alle Eltern. Und da ist ein großer Unterschied für diesen Satz im Bereich U3 zum Bereich Ü3. Wenn wir auf den Fortbildungen mit den Erziehern über die Zusammenarbeit mit Eltern sprechen, dann sagen ein ganzer Anteil von Ü3-Erziehern, wir haben die Eltern 4 oder 6 Wochen
eigentlich nicht gesehen, nicht gesprochen, weil wie ist die übliche Situation? Die Mutter oder der Vater kommt morgens eilig mit dem Kind in die Kita. Das Kind wird schnell umgezogen, es wird in den Gruppenraum reingeschoben, die Tür wird zugemacht, Mama oder Papa gehen eilig wieder zur Arbeit. Da ist ein Elterngespräch, ein Gespräch zwischen der Erzieherin und den Eltern, gar nicht denkbar, es hat nicht stattgefunden. Das ist aber im U3-Bereich überhaupt nicht denkbar. Im U3-Bereich gibt es jeden Tag 2 sogenannte Übergabegespräche. Die Mama, der Papa bringt morgens das Kind. Es wird in Ruhe ausgezogen, es wird der Erzieherin übergeben. Dann sagen die Eltern, hat das Kind heute Morgen schon was gegessen? Wie war die Nacht? Hat es gut geschlafen? Ist es vielleicht übermüdet? Hat es einen Schnupfen? Hoffentlich nicht, weil dann dürfte es im Moment gar nicht in die Krippe. Aber hat es sonst irgendwie einen Ausschlag am Körper? Muss beim Windeln wechseln auf irgendwas Acht gegeben werden? Das heißt, weil das Kind ja sich nicht mitteilen kann, noch nicht ausreichend mitteilen kann, müssen die Eltern sozusagen der Erzieherin das erzählen. Genauso, wenn das Kind am Nachmittag wieder abgeholt wird, geht es in die andere Richtung. Die Erzieherin sagt, wie war der Tag? Hat es einen Mittagsschlaf gemacht oder keinen? Hat es ausreichend gegessen? Hat es vielleicht Hunger, weil das Mittagessen heute nicht so war, dass das Kind seine normale Menge gegessen hat? Gab es Ärger mit dem anderen Kind? Hat es ein Schrammen, weil ein Spielzeug auf dem Kind gelandet ist und. Das heißt, es gibt 2 Übergabegespräche und für die müssen sich die Eltern und die Erzieherin Zeit nehmen. Und in diese Übergabegespräche können natürlich unsere Themen, es ist das Zähneputzen geübt worden, den Erzieherinnen ist vielleicht irgendwas aufgefallen. Heute wollte das Kind die Zahnpasta nicht haben. Oder irgendwie hat das Kind sich geäußert, dass ihm im Mund was wehtut. Also in diesen Übergabegesprächen können Informationen von den Erzieherinnen zu den Eltern rüberfließen. Neben den Übergabegesprächen gibt es natürlich auch Anmeldegespräche, Entwicklungsgespräche, viel, viel mehr Gespräche, wie dann im Ü3-Bereich auch stattfinden. Deswegen ist unsere U3-Erzieherin wirklich ein sehr gutes Bindeglied zu den Eltern. Die gut ausgebildete Erzieherin, die gut ausgebildeten Erzieherinnen geben täglich unser Fachwissen an Eltern weiter. Die Kooperation und die Gespräche mit unseren Erzieherinnen stehen deswegen für mich, für Frau von Nordheim, ich glaube, das haben Sie aus Ihrem Vortrag sehr gut entnehmen können, an erster Stelle. Ich bilde meine Erzieherin aus im Jahresgespräch, im Teamgespräch. Jedes Jahr komme ich mit einem anderen Thema. Im letzten Jahr hatte ich das Thema Kindeswohlgefährdung, die Ampel für Hessen. Und die Erzieherinnen waren sehr dankbar für die Informationen, was Kindeswohlgefährdung, was Vernachlässigung heißt, wie sie mit Kindern, wo ihnen das im Mund auffällt, umzugehen haben und wo sie Hilfe von mir bekommen können und wo sie Hilfe vielleicht auch in dem Ort, im Jugendamt finden können, das für sie zuständig ist. Deswegen jedes Jahr ein anderes Thema in unseren Teambesprechungen, in unserem Jahresgespräch, da können Sie Ihre Erzieherin Stück für Stück ausbilden. Die Alternative hat Frau von Nordheim auch schon genannt. Sie schicken Ihre U3-Erzieherinnen auf eine sogenannte U3-Fortbildung. Das hat immer den Vorteil, der Fürst im eigenen Land zählt manchmal wenig, aber der Fürstreferent auf einer Fortbildung, der wird ganz anders wahrgenommen. Da öffnet man sich vielleicht ganz anders und da kommen viele Informationen dann bei den Erzieherinnen und zum Schluss auch in der Krippe an. Deswegen gucken Sie, wann gibt es die jetzt wieder stattfindende U3-Fortbildung in Präsenzform in Ihrem Arbeitskreis
und scheuen Sie nicht die Mühe, Ihre Erzieherin-Team zu fragen, wer geht dieses Jahr, so mache ich das immer, wer geht dieses Jahr auf die Fortbildung. Und ich scheue auch nicht, eine Erzieherin persönlich beim Herrn Dobrawa bei uns in Wiesbaden in der Geschäftsstelle anzumelden, damit es einfach nicht verloren geht und nicht ich im nächsten Jahr erfahre, ja, wir wollten, aber wir haben es einfach im Alltag dann doch wieder vergessen. Also es lohnt sich, sich da zu engagieren und dafür zu sorgen, dass die Anmeldung zur Fortbildung auch wirklich stattgefunden hat. Wenn Sie gut ausgebildete Erzieherinnen haben, dann haben die Erzieherinnen längst mit den Eltern über das Thema Schnuller, über das Thema Flasche, über das Thema Wasser trinken, über das Thema Zähneputzen üben in der Kita und sauber putzen zu Hause mit den Eltern gesprochen, bevor sie vielleicht den ersten persönlichen Elternkontakt haben.